Hi, ganz kurz zur Matheklapper-Welt. Da gibt es erstens auf YouTube Lernvideos und Livestreams mehrmals in der Woche. Themengebiete sind immer farbig gekennzeichnet. Rot die Grundlagen, Orange Geometrie, Grün Analysis, also alles was mit Funktionen zu tun hat, Blau Vektoren und Flieder Wahrscheinlichkeitsrechnung. Zweitens gibt es meine Homepage www.matheklapper.de. Dort gibt es meine Formelsammlung, den Matheklapper. Und rechts seht ihr, dass die Formelsammlung farbig auf die Videos abgestimmt ist. Ebenso auf meiner Homepage gibt es den Abi-Vorbereitungskurs. Das sind 42 Tageslektionen, wobei über 200 Aufgaben mit Lösung enthalten sind. Dauert etwa 5 bis 10 Wochen, bis man da durch ist. Ja, und dann gibt es dort noch ein Online-Mathe-Buch mit sehr vielen Stichworten aus der Mathe-Welt. Okay, viel Spaß mit dem folgenden Video. Auch da überlegen wir erst ganz am Anfang mal, wie überhaupt Ebenen zueinander liegen können. Zwei Ebenen können echt parallel zueinander liegen. Ich zeige das mal mit meinen Händen. Haben wir hier zwei Ebenen, die echt parallel sind. Zwei Ebenen können sich schneiden. Und wenn sich zwei Ebenen schneiden, dann erhalten wir eine Schnittgerade. Komischerweise kein Schnittpunkt, sondern eine Schnittgerade. Und die letzte Möglichkeit, wie zwei Ebenen zueinander liegen können, ist, wenn die identisch parallel sind, also nicht echt parallel, sondern identisch parallel. Die beiden Ebenen sind also identisch. Und wenn man diese Untersuchung durchführt, muss man auch, genauso wie bei der gegenseitigen Lage von Gerade und Ebene, zwei Fälle unterscheiden. In dem ersten Fall ist die eine Ebene in Parameterform gegeben, die andere Ebene ist in Koordinatenform gegeben. Und dann lautet der Ansatz, die erste Ebene muss man in die zweite Ebene einsetzen. Genauer gesagt, die Ebene, die in Parameterform gegeben ist, muss man in die Ebene, die in Koordinatenform gegeben ist, einsetzen. Der zweite Fall ist, wenn beide Ebenen in Parameterform gegeben sind, dann lautet der Ansatz gleichsetzen. Die Ebene 1 wird also gleich der Ebene 2 gesetzt. Wenn man das durchführt, erhält man ein Gleichungssystem, welches drei Gleichungen und vier Variablen enthält. Und so ein Gleichungssystem löst man am besten mit dem Additionsverfahren. Und als Anmerkung noch zu der Lösung von diesem Gleichungssystem muss man sagen, dass ein Gleichungssystem, was mehr Variablen als Gleichungen besitzt, entweder keine Lösung hat oder unendlich viele Lösungen. Keine Lösung bedeutet, dass kein Schnittpunkt vorhanden ist. Und wie müssen die beiden Ebenen zueinander liegen, damit kein Schnittpunkt vorhanden ist? Sie müssen echt parallel sein. Alternativ kann rauskommen unendlich viele Lösungen. Das bedeutet unendlich viele Schnittpunkte. Und unendlich viele Schnittpunkte erhalten wir, wenn die beiden Ebenen sich schneiden, also eine Schnittgerade haben. Dann haben wir nämlich hier an der Schnittgerade unendlich viele Schnittpunkte. Und wenn die beiden Ebenen identisch parallel sind, auch dann haben sie unendlich viele Schnittpunkte. Die Frage ist, woran erkennt man während dem Rechenverlauf, welcher dieser Fälle jetzt hier eingetreten ist? Keine Lösung ist relativ einfach zu erkennen, wie immer an einem Widerspruch, zum Beispiel der Art, dass 0,5 sein soll, kennzeichnen wir mit einem Blitz als Widerspruch, keine Lösung, demzufolge echt parallel. Unendlich viele Lösungen erkennt man typischerweise an einer wahren Aussage, zum Beispiel der Art 0 ist gleich 0. Und eine Information während im Rechenverlauf dieser Art sagt uns, dass die beiden Ebenen identisch parallel sind. Erhalten wir im Rechenverlauf eine Gleichung folgender Art. R ist gleich 7s plus 5, also eine Gleichung, in der noch zwei Parameter einer Ebene enthalten sind. Auch das ist dann der Hinweis auf unendlich viele Lösungen. Allerdings interpretieren wir diese Art insofern, dass die beiden Ebenen sich schneiden, also dass eine Schnittgerade entsteht. Ja, ganz kurz nochmal zur Matheklapper-Welt. Hier auf YouTube gibt es ja Filme und Livestreams. Auf www.matheklapper.de gibt es meine Formelsammlung, also den Matheklapper, sowie die Abi-Vorbereitung und das Online-Mathebuch. Oben links könnt ihr meinen Kanal abonnieren und natürlich das Glöckchen nicht vergessen,
dann erfahrt ihr auch immer, wenn mal wieder ein Livestream ansteht. Ja, und oben rechts gibt's eine thematisch passende Videoempfehlung. Danke fürs Zusehen. Ciao.